Die Endometriose ist für uns deswegen so wichtig. Ich habe hier mal so ein paar Fakten zur Endometriose zusammengestellt. Es gibt weltweit über 270 Millionen betroffene Frauen. Deutschlandweit geht man davon aus, die Daten sind immer so ein bisschen schwierig zu erheben, dass es ungefähr 2 Millionen betroffene Frauen gibt, 40.000 Neuerkrankungen pro Jahr. Es sind Frauen betroffen von der Jugend bis zu den Wechseljahren. Endometriose kann auch benachbarte Strukturen wie die Eierstöcke, wie die Scheide, wie den Enddarm, die Blase, Darm, Lunge beeinträchtigen. Es ist ein ganz breites Spektrum. Es gibt Frauen, die eine Endometriose haben, die völlig asymptomatisch sind. Manchmal ist es nur ein Zufallsbefund bei einer Blinddarmentfernung. Aber es gibt auch Frauen, die schwerstens unter einer Endometriose leiden und, wie gerade schon angesprochen, ein Teil der Endometriose-Patienten leidet an einem unerfüllten Kinderwunsch. Und der zweite Teil unserer Veranstaltung heute betrifft die Myome. Auch da ist es so, Myome, das sind gutartige Knoten der Gebärmutter. Es gibt ganz, ganz viele Frauen, die diese Myome besitzen. Wichtig ist, die meisten sind Gott sei Dank beschwerdefrei und haben keine Symptome. Aber 15-30%, auch da gehen wieder die Daten auseinander, zeigen Symptome. Mit steigendem Lebensalter bis zur Menopause steigt die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Myomen, weil die Myome auch ähnlich wie die Endometriose hormonabhängig sind. Myome können auch auf benachbarte Organe wie Blase oder Darm drücken. Auch da häufig sind sie asymptomatisch. Manchmal sind sie nur Zufallsbefund bei einer Ultraschalluntersuchung. Und auch da ist es so, dass ein Teil der Myompatientin an einem unerfüllten Kinderwunsch leidet.